Burgruine Corvinstein, Ende Praios 1028 nach Bosbarans Fall. Auf dem Burghof steht das Banner. Sorgsam aufgereihte Informationen und Stillstand. Bereits seit 30 Minuten verharren sie bewegungslos auf dem Platz. Die Zelte wurden beiseite geräumt, Beschwörungszirkel entfernt und die Bierfässer ins Innere geräumt. Nebel zieht in Schwaden über die Szenerie. Immer mal wieder kann man das ungeduldige Scharren der Tatzelwürmer hören, doch auch sie sind ungewöhnlich still. Marina von Mersing bewegt sich unruhig zwischen ihren Männern und Frauen. Die Drachenreiter wurden ihr noch vor der Öffnung des Todeswalds im Osten anvertraut, davor waren sie ihr keine Rechenschaft schuldig. Den Varunkern fehlt das an Offizieren, lediglich Nekromanten werden in der schwarzen Albtraumpyramide ausgebildet. Dann kann man die Krähen hören. Zunächst nur vereinzelt, dann immer mehr. Ihr dunkles Krächzen dringt durch den Nebel heran und in Verenas Magen bindet sich ein Knoten. Die ersten untot leuchtenden Augen starren von den Zinnen zu ihr herab. Krankes Gefieder und skelettiertes Fleisch. Doch bevor sich ungezählte Myriaden von Aasvögeln gänzlich niedergelassen haben, kann man das Schlagen von noch mächtigeren Schwingen spüren. Ein Beben in der Luft und ungesunde und ungenannte Töne begleiten den Landeanflug von ihm. Man kann das Splittern von Steinen hören, Krachen von dicken Holzplatten, die wie Spielzeug einknicken. Der Gefängnisturm gibt nach und zerplatzt, dann schiebt sich, begleitet von fallenden Trümmern, die schwarze Schnauze von ihm durch den Nebel. Rassasur blickt aus wutsprühenden Augen auf die Versammlung. Vier der Mordbrenner geraten in Panik, werden wahnsinnig oder brechen aus der Formation aus. Die schweren Skelettkrieger spießen sie ohne Emotion, aus Reflex auf und eine drückende Stille legt sich über den Corvinstein. Sie hat versagt! Erbärmlich! Lügnerin! Der Mensch hat ihn entkommen lassen! Ihre Falle war nutzlos. Sie vermag nicht einmal zu erahnen, wie unvorstellbar widerlich uns jede Faser ihres kümmerlichen Seins ist. Verzeiht mir eure kaiserliche Unsterblichkeit, setzt Varina zur Antwort an. Die Muskeln im Kiefer spannen sich. Weitere Steine brechen herab und Dachziegel zerknirschen unter dem tonnenschweren Leib. Sie waren wie Geister. Wir haben Fallen gestellt, sie durch den Hof locken wollen und dann abstechen. Wir hatten alles vorbereitet. Mordbrenner, Todesdienet und Drachen haben ausgeharrt. Selbst wenn sie durch die Steine in den Keller gekommen wären, hätten die Untoten sie doch zerrissen. Varena bricht ab. Mit einem bloßen Gedankenimpuls, der durch Mark und Bein geht, bricht der Bergfried und begräbt die Tatzelwürmer unter sich. Das sind keine Drachen! Nicht einmal mehr zucken oder jaulen dringt aus dem Stein hervor, nur noch eine schwarz-weiße Flüssigkeit breitet sich stinkend unter dem zerbrochenen Turm aus. Findet sie! Bringt mit den Gefangenen! Niemand kümmert dein Leben mehr! Du dienst mir auch im Untod, wenn du versagst! Ohne ein weiteres Wort der Rechtfertigung senkt Varena ihren Kopf und ballt ihre Fäuste. Rassasur erhebt sich. Flügel breiten sich einem Pestodem gleich aus und zerstieben den Nebel. Jetzt sieht man den schwarzen Drachen zum ersten Mal mit vollem Körper. Nicht nur die schwarze Schnauze, sondern auch der Rest ihres Leibes hat einen neuen Schuppenpanzer. Öliges Fleisch hängt noch immer herunter und wird von Maden zusammengehalten. Doch es steckt weitaus weniger Untot in dem äonenalten Kaiserdrachen als noch vor 2 Monaten. Sie erhebt sich mit ihren Schwingen und gleitet zurück nach Inferno. Varina blickt mit leerem Blick hinterher und streift dann den Bergfried mit ihren zerquetschten Tatzelwürmern. Immer noch bewegt sich die Formation vor ihr nicht. Die gestorbenen Mordbrenner erheben sich aber mittlerweile wieder. Die Wunden der Speere klaffen tief in ihrem Rumpf und helles Blut verklebt ihre Rüstung. Die Offizierin blickt zu dem Nekromanten Terengar di Targun, der bisher mit verschränkten Armen neben der Szenerie stand und einen weißen Wein genoss. Würde der Leib des Kopta ihn nicht beschützen, hätte sie ihm längst den Schädel eingeschlagen. So jedoch war ihre Chance nur die Seite aus dem Buch. »Rührt euch!«
schallt ihr Ruf über die Ruine. Dann dreht sie sich um und verlässt den Platz. In ihrer Tasche greift sie nach einem Papier aus dem Buch von Terengar und streicht es im Laufen glatt. Der Höhlendrache Alopir sollte ihr nun helfen. Sie hatte immerhin seinen wahren Namen. Derweil, 5 Meilen weiter entfernt, rumpelt ein Wagen über den Waldweg. Darauf Bondrigan Palligan. Daneben ihr. Was wollt ihr tun? Wir sollten uns beeilen, möglichst schnell wegzukommen. Erwartet ihr denn, dass wir verfolgt werden? Ihr denn nicht? Ja, auf jeden Fall. Sie werden irgendwann bemerken, dass wir Palligan befreit haben. Früher als später. Aber ihr habt auch jeden, der uns bemerkt hätte, umgebracht. Ich denke nicht, dass noch irgendjemand in der Lage sein sollte, unsere Spur aufzunehmen. Es ist nicht schwer zu erraten, in welche Richtung wir gegangen sind. Und sie werden genug Leute haben, sie auszufächern, um uns zu folgen. Nun, dann wollt ihr vielleicht doch möglichst schnell den Fluss überqueren, von dem ihr spracht. Wir sollten zumindest nicht auf dem direkten Weg Richtung Gareth uns befinden, wenn sie anfangen uns zu suchen. Wir sollten aber auch den Reichsgroßgeheimrat irgendwo abliefern. Wir können uns nicht gut um ihn kümmern. Und das ist ein gefährliches Terrain. Wenn ihr wollt, begleite ich euch. Ich bin noch etwas schwach, aber nach dem Gebet von Ihrer Gnaden Karinor wird es wieder gehen. Nun, so gern wir euch auch bei uns hätten, ich glaube tatsächlich, ihr seid weitaus mehr benötigt in Gareth selbst. Der Palast ist ein wenig unruhig in eurer Abwesenheit geworden. Aber wenn ihr uns nun einmal begleiten wollt, ich könnte da sicherlich noch etwas Gutes für eure Heilung tun, nicht wahr? Was meint ihr damit, dass dem Palast unruhig? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Nun, Selindian Hal ist auf dem Thron. Alaria Palligan hat die Macht in Gareth und keine Ahnung davon, was sie überhaupt tun sollen damit. Lara? Selindian? Ja. Der Rat der Helden wurde faktisch abgesetzt und die Kaiserin Witwe hat sich in der alten Residenz breit gemacht und faktisch die Macht an sich genommen. Im Namen ihres Enkels. Ach ja, und ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ja, hat uns des Verrates beschuldigt. Ja, sie war früher viel netter. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt? Was ist denn in meiner Abwesenheit alles passiert? Ist Selindia ein Kaiser? Also ist sie die offizielle Thronverweserin? Nun, sie nennt sich so. Ich denke nicht, dass es eine offizielle Zeremonie gegeben hat. Sie hat sich selbst ernannt. Nicht, dass jemand ihr im Weg stehen könnte. Aber wenn Rohaya noch lebt, dann würde das... Dazu. Nun, aktuell gehen alle davon aus, dass sie nicht mehr lebt. Nein, Rohaya... Papa Rohaya lebt, das weiß ich tief in meinem Herzen. Und das wisst ihr tief in eurem Herzen, warum? Weil... Das ist nichts, was euch etwas angeht. Aber wenn Selindian jetzt gekrönter Kaiser ist, dann ist alles so viel komplizierter. Ihr wolltet wissen, was passiert ist, seit ihr weg wart. Vielleicht sollten wir ganz von vorne anfangen, nicht wahr? Ihr erzählt die besten Geschichten, Boltax, bitte. Ja, also, fang nicht bei der Armbrust an, sonst sitzen wir hier nochmal... Ich glaube, die Armbrust ist so spannend und... Naja, gut, also wir sind in Richtung Aranien gezogen, wegen Hafax, der sich da mit uns treffen wollte. Wir haben eine Übereinkunft mit ihm getroffen. Er ist Oron in den Rücken gefallen. In seinem Schatten konnten wir nachziehen, haben Oron im Handschlag genommen und befreit. Dafür haben wir Kornlieferungen erhalten, sind zurückgekehrt, haben in Romulus nun entsprechende Hilfen angeboten, um auch diese Stadt von der Einflüsterung Asmodeus von Andergast zu befreien und sind dann zurück nach Gareth gekommen, wo wir auf Alara getroffen sind. Das wäre die konkreteste, kürzeste Fassung. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken kann. Etwas viel für mich. Und ihr wollt jetzt, dass ich zurück nach Gareth gehe?
Vielleicht kann ich ja... Ja? Euer diplomatisches Geschick wird dort mehr benötigt als hier. Hier sind wir an der richtigen Stelle. Aber ihr müsst zurückgehen ins Herz des Reiches und dort für Ordnung sorgen. Solange ihr nicht marschieren könnt, müssten wir euch zusammen mit den Karren zurücklassen, falls es nötig ist. Das wäre doch nicht sehr gut. Mit dem Karren? Ach so, ja, der. Ja. Die Frage ist nur, wie kriegen wir euch überhaupt zurück? Das Sinnvollste ist, wenn wir ihn selbst einen Teil der Strecke zurück begleiten und ihn dann jemanden an die Seite geben, der es kann und uns dann wieder auf den Weg machen werden. Und wir sollten sowieso nicht so nah an Wehrheim versuchen, den Fluss zu überqueren. Wenn ihr euch vor Verfolgern fürchtet, ist es nicht gut, erst wieder einen Teil der Strecke zurückzugehen. Es ist allerdings besser, sich von dem Wagen dann zu trennen. Schließlich können diese Spuren nicht mal der beste Fährtenleser verwischen. Dorian hebt die Hand. Nun, wenn ihr mögt, dann würde ich euch an dieser Stelle verlassen, um den Grafen von Terricum wieder zurückzubringen. Wir könnten ein Ablenkungsmanöver für euch starten. Wir lenken sie nach Norden oder nach Osten oder nach... Ja, irgendwo anders, wo ihr nicht seid. Das macht Sinn. Eine zweigeteilte Spur ist durchaus schwieriger zu folgen. Und ja, ich denke, dieser Wagen hinterlässt auf jeden Fall die deutlicher zuzuordnenden Spuren. Entsprechend würden sie eher uns folgen als euch. Zumal ich mir vorstellen kann, dass ihr es versteht, eure Spuren zu verwischen, nicht wahr? Ich bin vor allem Alchemist. Natürlich auch Staatsdiener, Staatskünstler, aber... So ein bisschen zu Dorian, der nickt aber. Nun, ich kenne mich eher auf dem Wasser aus, aber ich habe einiges im Myranischen Reich gelernt, also sollte es mir nicht schwerfallen, Drachen abzulenken. Sehr gut. Problem gelöst. Was habt ihr im Myranischen Reich zu Drachen gelernt? Nur ganz am Rande, das würde mich interessieren. Ich bezog mich damit weniger auf Drachen, sondern vor allem auf Ammonir oder Padir. Die haben eine weitaus bessere Nase als Drachen. Ja, mal was sein mag. Natürlich. Ich vergaß. Du hast also beschlossen. Ihr reist nach Süden, über die Brücke, ihr wisst schon wo. Und wir ziehen nach Norden. Lenken sie auf unsere Spur und hoffen das Beste. Und suchen vor allen Dingen Rohaya, von der ihr überzeugt seid, dass sie noch lebt. Aus irgendwelchen Gründen, die ihr uns nicht sagen wollt. Rondrian, nickt euch nochmal zu. Ich glaube, mein Einfluss auf meine Großtante ist etwas... Er ist nicht so stark, wie er vielleicht vermutet, aufgrund des Nachnamens, aber ich kann auf alle Fälle versuchen, etwas Ordnung wieder nach Gare zu bringen. Oder sie zumindest davon zu überzeugen, dass wenn Rohaya lebt, dass Selindian nicht rechtmäßig auf dem Thron sitzt oder so etwas, aber ich krieg da schon was hin. Ihr könnt vor allem dem Rat der Helden Legitimität geben und... Solltet ihr nach Jahre zurückkehren, wandt euch an Eisinger Schmiede, dort werdet ihr sie wahrscheinlich finden. Und Wertlingen, bezieht ihn mit ein. Rudolf. Marsch. Natürlich. Gut, dann danke, dass ihr in meiner Abwesenheit so geglänzt habt. Ich werde euch das nicht vergessen. Wir werden euch gleich bei Zetten oder erinnern. Bringt mir Rohaya wieder. Ja, wir kümmern uns drum. Ihr seid aber auch versessen da drauf. Ja, ich bin davon überzeugt, das kriegen wir ohne größere Probleme hin. Ja, dann werde ich mich mal erheben. Ich vermute, den Wagen wollt ihr mitnehmen, hattet ihr ja eben gesagt, ne? Nun, er macht die Vorräte wären schon praktisch. Und er macht größere Spuren. Also gut, dann, Ihre Gnaden, ich bedanke mich ganz recht herzlich für die Heilung und... Fräulein Mager, gelehrter Herr, geht nach und nach Orei um und bedankt sich dann bei jedem mit Handschlag. Beugt sich auch so ein bisschen vor euch. Wir werden uns dann in Garrett wiedersehen. Das werden wir. Passt auf euch auf. Und vergesst nicht, der Herrin Sumo zu danken, wenn ihr die Brücke benutzt. Ja, genau. Flüstert dann so ein bisschen Dorian zu, was für eine Brücke, aber der winkt nur ab und nickt dann nur an deiner Stelle.
Gut, dann heißt es wohl an dieser Stelle Abschied nehmen. Solltet ihr wieder erwartend zu früh an den Splitter gelangen, der von dem Heptarchen oder der Heptarchin getragen wird, dann denkt an meine Worte. Wenn wir sie zerstören wollen, dann brauchen wir keine Axt, sondern ein drittes Auge, ein Ehrmür. Weiteres dazu, wenn ihr soweit seid und diesen Splitter geborgen haben solltet. Ja, aber wenn ihr das doch jetzt schon wisst, dann latscht doch mal nach Gareth, da liegt doch noch einer. Ist dem so? Gut, dann... Wir sind im Tempel, oder nicht? Ja, in den Katakomben. Gut, dann werde ich einmal mit dem Hesinde Hochgeweihten sprechen. Er hatte mir, wie gesagt, kurz bevor ich aufbrach, schon einige Informationen gegeben. Ein sehr netter älterer Herr und... dann müssen wir nur noch ein drittes Auge finden. Die sind allerdings sehr selten auf dieser Landseite. Ach, richtet ihm doch bitte meine besten Grüße aus. Bitte mal vorsichtig, irgendwelche Prioten bewachen das Ding, nicht, dass die euch umhauen. Ich werde mit dem Geweihten sprechen, er wird dann weiteres dazu mir erzählen können. Gut, dann wir werden uns wiedersehen. Wieso sagen das immer alle? Aber ja, wir werden uns wiedersehen. Nicht als Drohung gemeint, Raphim. Das war ein freundliches, wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Wiedersehen. Ach so, das gibt's auch. Trotzdem sagt man sowas nicht, damit fordert man nur Facts heraus. Ja, jetzt ist es wohl gesagt worden. Könnt ihr erkennen, wie Dorian an einen der Bäume herangeht, der wohl noch etwas grün bei sich trägt, beziehungsweise etwas an Blättern. Grün ist es hier ja nicht. Und den dann mit ein bisschen dann abschanzt, also am abbricht und dann hinter sich herzieht, sodass dann seine Spuren, die er dann in der Erde hinterlässt, auch wieder verwischt werden. Und so passieren die beiden in Richtung Süden. Der Einzige, der jetzt irgendwie mehr erwartet hat vom Magier, als einen Ast abzubrechen und den hinter sich herzuziehen? Nun, es ist ein sehr probates Mittel, gerade in diesem nassen Boden, um seine Spuren zu verwischen. Ja, aber ich verstehe nicht, Taylor. Wir haben sehr viel auf euch genommen, um diesen Menschen aus dem Stein herauszuretten. Ihr benehmt euch aber nicht, als wärt ihr Freunde. Wer jetzt? Ihr. Ich und der Typ da. Und auch die anderen. Nennen wir es eine freundschaftliche Rivalität. Naja, wir haben gerade kein Gasthaus hier und kein leckeres Pilzragout und kein Bier, also war das die beste Möglichkeit. Aber warum habt ihr ihn dann gerettet? Weil es das Richtige war. Nun, mein Freund, das Konzept der Freiheit versteht ihr schon, oder? Natürlich. Nun, er war eingesperrt, jetzt ist er nicht mehr eingesperrt. Das ist doch etwas Gutes, nicht wahr? Ja. Seht ihr? Ich wundere mich nur, dass ihr ein solches Maß an Gefahr auf euch nehmt für jemanden, den ihr offensichtlich nicht gut kennt. Oh, das passiert schon mal. Müsst ihr nicht drüber nachdenken. Nee. Belastet euren Kopf nicht damit. Ja, so könnt ihr weiterziehen. Nach ungefähr 3 Meilen, die euch ja sehr, sehr lang vorkommen, dadurch, dass der Wald so unpassierbar ist aktuell und die Wurzeln höher werden, die Dornenranken zunehmen und der Wildwuchs ganz generell hier um sich greift. Mutter Sumu, die hier das alles wohl zu kontrollieren scheint, mehr und mehr noch, kommen euch diese 3 Meilen sehr viel länger vor. Ihr schlagt euch durch das Unterholz, die Büsche werden höher, Brombeerranken, die an euch haken, und dann könnt ihr sehen, wie ihr auf einer kleinen Lichtung steht, mitten in diesem dichten Wald. Eine Lichtung, die ungewöhnlich ist für den Uneingeweihten, allerdings Boltax erkennt es direkt. Umgeben von 3 mächtigen und uralten Eichen steht in der Mitte der Lichtung eine Ansammlung von Steinen. Kreisförmig angeordnet, 6 Meter hoch, besteht hier kein Zweifel daran, dass ihre Anordnung ein Zufall ist. Oh, ein Warft. Wundervoller Ort, an den wir gekommen sind. Belichtung, Boltax. Nein, seht doch diese Monolithen hier.
Zeichnen. Ah, sowas habe ich schon mal gesehen. Daheim. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch stehen. Das sind Steine, Bortax. Steine. Nein. Das sind nicht einfach irgendwelche Steine. Das sind besondere Steine. Wirklich sehr besondere Steine. Solche kreisförmig angeordneten Steine. Fantastisch. Das ist ein Ort, an dem Sumo gewertschätzt wird, an dem man sich trifft, man Freunde trifft, die einander verbunden sind und zu gewissen Feierlichkeiten, Versammlungen oder ihr Magier würdet Konvente sagen, nicht wahr? zusammenkommt. So eine Art Tempel, meinst du? Ja, im weitesten Kreise schon. Doch. Wie nennt die Geoden diese Steine? Ein Steinkreis. Das macht Sinn. Das ja. macht Sinn. Das kann ich sehen. Und ist hier auch der Priester vor Ort, Baltax? Der Priester ist in der Regel ein Druide, der sich um den Hain oder den Wald kümmert. Oder ein Geode, der in der Nähe wohnt. Dieser Ort scheint mir tatsächlich sehr harmonisch zu sein. Nicht wahr? Ihr habt ihn euch gut ausgesucht. Wir haben ihn uns nicht ausgesucht. Der Ort hat praktisch nach uns gerufen. Das ist eher, wir hören auf das, was Sumo uns sagt, nicht andersherum. Wir formen ja nicht auf gut Dünken unsere Welt um uns herum. Nein, wir leben harmonisch mit der Welt. Würdet ihr auch keiner Pflanze vorschreiben, wie sie zu wachsen hat, nicht wahr? Doch, das tut man. Haben Sie dafür nicht Felder gemacht? Oder so funktioniert das. So entsteht Wein oder Weizen. Richtig, da wächst dann nur Weizen, ganz viele nebeneinander. Im Feld. Es ging eher um das dahintersteckende Prinzip. Also, was fangen wir mit diesen Steinen an? Nun, ich würde sagen, hier können wir zunächst einmal verschnaufen und einen Moment der Ruhe finden. Ein solcher Kreis, wahrlich ein Glücksfund. Gut, hier können wir wohl gut beraten, wohin wir uns als nächstes wenden. Ob wir nach Norden gehen und dort um Wehrheim hinumgehen oder südlich passieren wollen. Meinungen? Wollt ihr wirklich die Brücke nehmen? Müssen wir weiter in Richtung des Ostwindes? Also wo ist jetzt die Brücke? Ist die rechts von Wehrheim oder links? Dort entlang. Wir können also, du hast innerer Kompass, er zeigt nach Osten. Dankeschön. Aha, okay. Dann kreuzen wir dabei die Straße oder nicht? Unsere Straßen kreuzen den Wald. Müssen wir über die Straße laufen, um da hinzukommen? Ja. Danke. Ja, also mir fällt nichts Besseres ein, wie wir über den Fluss kommen. Während die anderen sich beratschlagen, würde ich den Ort gerne mal untersuchen. Nun, ihr könntet darüber schwimmen. Aber nein, dann müsst ihr natürlich auch einen Karren hier lassen. Das ist eine törichte Idee. Ja, ihr könnt erkennen, wie Boltax langsam und vorsichtig zwischen die Steine tritt. Boltax, wenn du dich dem Kreis aus Steinen näherst, kannst du erkennen, dass die Fläche wohl zwischen den Steinen wenig Bewuchs aufweist. Stattdessen liegen hier zahlreiche andere Steine, scheinbar achtlos auf dem Boden verteilt. Die kleinsten grob faustgroß, andere vielleicht sogar bis zu einem halben Schritt hoch, wenn sie aufrecht stehen würden. Doch ohne dass du es genau festmachen kannst, scheint die Anordnung ebenso nicht willkürlich zu sein. Zwischen den Steinen, die nicht nur ihrer Größe nach, sondern auch der Gesteinsart unterscheiden, gibt es so meistens genug Abstand, um bequem zwischen ihnen hindurchzugehen. Viele Steine sind oben abgeflacht oder weisen Einkerbungen, Vertiefungen auf, die keinen natürlichen Ursprung haben, sondern vielleicht geschnitten sind. In einigen dieser Vertiefungen liegen andere Steine, aber um da dann Einzelheiten erkennen zu können, müsste man ja wohl noch näher herantreten. Du bemerkst, dass du jetzt wohl wieder auch Farben erkennen kannst, zumindest nachdem du dann diesen Steinkreis betreten hast. Es fällt dir erst nicht auf, aber dann nach und nach klärt sich deine Sicht und du siehst wieder was. Oh. Ah. Mutter Sumo hält schützend
ihre Hand über diesen Ort. Ah. Ich würde gerne mal auf trollischer Raumbildschrift oben, weil du ja gesagt hast, dass mir so vorkommt, als würden die Steine hier nicht zufällig und nicht natürlichen Ursprungs stehen. Ja, kannst du gerne würfeln. Hast du Sternenkunde? Muss ich gucken, ich gehe davon aus, dass ich das habe. Also du kannst. Sternenkunde, natürlich. Genau, du kannst auf alle Fälle auch die trollischen Raumbilder zuordnen. Dir war es vorher, du hast ja schon solche Steinkreise gesehen, aber dir war vorher nie klar, dass diese Regelmäßigkeit, ja. Das ist dir erst unten in Romulus klar geworden, als du dann in dem Friedhof standest. Mhm. Dass dies vielleicht auch Sternbilder darstellen sollen. Raumbilder. Ich probe nochmal auf Sternenkunde. Was wollen die anderen dabei machen? Ja, also ich denke, dann müssen wir da hier über die Brücke gehen oder möchte jemand noch einen anderen Weg ausprobieren? Vor allen Dingen, wenn Mersing uns jetzt an den Hacken scharrt. Ich bin dafür, dass wir die Brücke weitgehend umgehen. Nein, vielleicht. Ich meine seine Brücke, nicht die Brücke. Seine komische Droidenbrücke. Ja, aber die ist auch weiter im Süden. Oder meint ihr, dass vielleicht noch eine gemacht werden soll? Ich dachte, es wäre auch eine bei Wehrheim. Und es gibt eine. Davon weiß ich jetzt nichts. Ich erzählte euch doch bereits davon. Richtig, ich hatte doch gesagt. Achso, diese bei... meintet ihr. Verzeiht. Bei Wehrheim sei so ein Ding. Ich dachte, das nehmen wir. Ja, und wo genau bei Wehrheim soll sie sein? Nun, wir werden ein wenig den Fluss abwärts folgen müssen. Ich glaube wirklich nicht, dass wir so nah an Wehrheim heran sollten. Möchtest du einen Schicksalspunkt für die 20 ausgeben? Wie ich bereits sagte. Also. Mittags? Hm? Ein Schicksalspunkt für die 20? Das sind halt nur 3 Punkte. Ja, ach. So früh am Abend noch nicht. Kann ja noch was Schlimmes passieren und dann ärgere ich mich, wenn es nicht alles gut ist. Dann musst du den anderen Helden vertrauen, vielleicht. Nun, wie ich bereits sagte, wir können auch durch den Fluss schwimmen, aber dann müsst ihr euren Wagen zurücklassen. Du kannst durch den Fluss schwimmen. Der Rest von uns gerade so vielleicht. Und aber mir auf keinen Fall. Was soll das denn heißen? Das hier schwimmt so ein Stein. Um diese Zeit des Jahres ist der Fluss doch ein sehr angenehmer Zeitpunkt. Boltax, was habt ihr gefunden? Schaut euch das an. Der Steinkreis, erinnert ihr euch noch an den wir Romulus oder Herr Romulus gefunden haben? Das war auch ein Kreis. Ich dachte, das wäre eine seltsame Anordnung von irgendwelchen Steinen. Ja. Ihr habt es aber auch mit Steinen, Boltax. Ah, Steine sind ja auch super. Was habt ihr gefunden? Ja, seht ihr, also es handelt sich um eine ähnliche Anordnung und ich gehe davon aus, dass es ebenso ein Sternbild darstellt. Ihr erinnert euch ja, letztes Mal habe ich euch erklärt, dass es sich wohl um eine Abbildung Utas Pforte handelt. Hier, ein Sternbild? Zeigt. Welches Sternbild? Schaut es euch doch an. Sie deuten das mal an, hier. Das an dieser Stelle den Kaiserstern verbirgt. Aber an dieser Stelle steht der Kaiserstern auch in Konjunktion zum Helden. Boltax, da liegen Steine. Und was soll das bedeuten? Also ich glaube, du hast wirklich recht. Es zeigt zumindest Ähnlichkeiten zu dem, was im Buch steht.